Ja, meine Damen und Herren, zum zweiten Fall, den wir Ihnen heute zeigen wollen. Da hat es einen ordentlichen Aufstand der Bürger gegeben, und zwar in Wien-Leopoldstadt. Es ging um den sogenannten Augartenspitz. Eigentlich darf im Wiener Augarten, einem schönen Park ziemlich im Zentrum der Stadt, nichts mehr gebaut werden. Dann wurde aber 2002 für ein Eck dieses Parks, den sogenannten Augartenspitz, eine Ausnahme beschlossen. Und seitdem wollten die Wiener Sängerknaben, die im Augarten beheimatet sind, dort eine Konzerthalle errichten. Und dagegen hat sich dann eine Bürgerinitiative von Anrainern gebildet, die sich mit viel Emotion gegen das Projekt gestemmt hat. Wir haben öfter darüber berichtet und Sascha Stefanakis zeigt Ihnen jetzt, wie es ausgegangen ist. Die Eröffnung des neuen Konzerthauses der Wiener Sängerknaben im vergangenen Dezember wurde mit Pauken und Trompeten und den Wiener Philharmonikern gefeiert. Dissonanzen gab es nur in den Jahren zuvor, vor allem vor Baubeginn. Neben dem Bauplatz am sogenannten Augartenspitz protestierten Aktivisten in barocken Kostümen gegen den geplanten Konzerthausbau. Ihrer Meinung nach dürfte hier nicht gebaut werden, da das ganze Augartenareal unter Denkmalschutz stehen würde. Ich war entsetzt, weil dieses Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft bedeutet hat, noch einmal Baustelle. Es hat bedeutet, dass der Augarten weiter verbaut wird. Das ist nicht nur symbolisch, sondern es ist wirklich eine Bewachung. Denn was kommt als erstes vor der Baustellenvorbereitung? Die Rodung. Das beschützen wir schon und wir sind wirklich Tag und Nacht da. Also da soll sich jetzt einmal einer hertrauen und wirklich unseren Bäumen was antun. Das Bundesdenkmalamt hingegen argumentierte, dass nur Teile des Parks unter Denkmalschutz stehen würden und gab grünes Licht für den Bau der Konzerthalle. Das trieb die Aktivisten förmlich zu Verzweiflungstaten. Sie versuchten mit legalen und illegalen Mitteln die Bauarbeiten zu verzögern. Unterstützung bekamen die Aktivisten von Volksanwältin Steuschitz. Auch sie meinte, dass der Denkmalschutzaspekt bei diesem Projekt nicht ausreichend beachtet worden sei. Die Dinge manchmal sehr schnell. Aber es gibt einen rechtskräftigen Baubewilligungsbescheid. Es gibt eine rechtskräftige Baubewilligung und auch der Denkmalschutzbescheid ist rechtskräftig. Und mit dem habe ich mich als Volksanwältin intensiv beschäftigt. Für mich ist diese Besetzung, oder es ist ja keine Besetzung, diese permanente Demonstration am Augartenspitz ein Zeichen von Couragiertheit von Bürgerinnen und Bürgern und wo halt Zivilcourage ausgelebt wird. Dann spitzte sich die Lage im Augarten zu. Als Arbeiter anrückten, um die Bäume am Baugrund zu fällen und umzupflanzen, kletterten Aktivisten auf die Bäume. Wir halten das Es ist unser Garten! Die Proteste führten nur zu einer Verzögerung des Baubeginns. Das Projekt zu Fall brachten sie nicht. 2 Jahre dauerte es, bis das umstrittene Konzerthaus fertiggestellt wurde. Inzwischen sind die Proteste weitgehend verstummt. Auch wenn laut Volksanwaltschaft am neuen Haus für Musik und Theater der Architektengruppe Archipel noch immer ein kleiner Makel haftet. Frau Volksanwältin, die Verstöße, die Mängel im Baubescheid, im Bewilligungsbescheid, im Denkmalschutzbescheid waren offenbar nicht gravierend genug, um den Bau zu verhindern. Ja, ich habe das Denkmalschutzverfahren ganz genau geprüft. Da hat es zahlreiche Mängel gegeben, aber sie waren nicht so gravierend, dass von Amts wegen, also eine behördliche Aufhebung dieses Denkmalschutzbescheides möglich gewesen wäre. Das ist Faktum. Das ist, wenn man im Nachhinein prüft, so. Da ist es immer um die Alternativen gegangen. Es ist immer darum gegangen, dass die, also was wir festgestellt haben, die Objektivität der Sachverständigen. Denkmalschonende Varianten wurden nicht einmal geprüft. Also Alternativvarianten. Sozusagen. Alternativvarianten, ob genau dort im denkmalgeschützten Augarten ein Konzertsaal gebaut wird oder ob es nicht irgendwo andere Möglichkeiten gibt. Zahlreiche solche Fehler, das war ein sehr aufwendiges Verfahren. Ich freue mich auch, dass das Bundesdenkmalamt daraus jetzt auch Schlüsse gezogen hat, weil wir Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt haben und die dort sehr positiv aufgenommen wurden. Und ich hoffe, dass sowas nicht mehr zustande kommt. Das Bundesdenkmalamt schreibt uns dazu, als Ergebnis kann zusammengefasst werden, dass die Prüfung dieser Alternativvarianten im Verfahren zwar durchgeführt wurde und lediglich in der Bescheidbegründung nicht ausreichend darauf eingegangen wurde, aber wie Sie richtig sagen, das Bundesdenkmalamt wird künftig noch mehr auf Klarheit und Transparenz achten. Man lernt offenbar aus diesem Fall. Das ist ein Eingeständnis und ich muss sagen, zusammengefasst kann man dazu nur sagen, die Politik wünscht, die Behörde handelt. Und Einwände, Proteste von Bürger werden weggewischt, Bürgerinnen und Bürger werden weggewischt. Also das ist so ein bisschen ein Sittenbild darüber, wie es ist, wenn
Ja, wenn die Politik was wünscht, also und Politiker, und wenn man Bürgerinnen missachtet. Für Sie eine Widerspiegelung der Realverfassung? Genau so ist es. Dem ist nichts hinzuzufügen. Frau Volksanwältin, danke, dass Sie bei uns waren. Ich danke auch.